Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Watch Dogs 2. Mein Name ist Alison Burger und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, wieder irgendwie so ein Schiff kapern mit chinesischen Schmugglern oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Wird irgendwie von Blumen geleitet. Und ja, wir müssen jetzt die Crew treffen. Nachdem wir hier endgeile Stunts gemacht haben, die uns fast getötet hätten. Ja, Manko wie jedes Mal, ne, wir müssen natürlich immer irgendwo hinfahren, um über einen Satelliten zu hacken. Das hätten wir natürlich nicht auch direkt von dort oder im Hackerspace machen können. Nein, dafür müssten wir an so einen dämlichen Leuchtturm fahren. Wahrscheinlich war das Internet da noch richtig scheiße. Sowas liebe ich ja. So, bring mich mal fly um die Kurven hier. Das Mofa, da kannst du schon ein paar coole Sachen machen. Stunttechnisch gesehen ist das Ding schon on point. So, jetzt bin ich mir mal geschrach. Da können wir irgendwie, da kommen wir doch locker. Vorsicht, Leute! Hier runter. Ja, chill mal deine Nuggets. Ich bin auf dem falschen Pier. Okay, Glück gehabt. Wir haben richtig Glück gehabt. Wir haben diese Folge schon so viel Glück gehabt. Das zählt schon an Unverschämtheit. Wahrscheinlich kommt jetzt nochmal eine Runde Pech. Ah, obwohl. Eigentlich sollte das jetzt relativ reibungslos. Ist das die Terra da? Oh, oh, oh. Pack den Loris mal weg, mein Freund. Ist doch nicht Sitara. Retro, ich habe das für dich klar gemacht. Gut, kommst du nicht mit? Gehört alles dir. Wenn der Kahn in Reichweite kommt, bringt dich das hier schnell dahin. Ja, super. Lol, wir kapern jetzt ein Schiff oder was? Sind wir Piraten? Wir sind Piraten. Marcus, ich habe jeden dieser Schiffshacks mit der Aktivität an der New Yorker Börse abgeglichen. Jeder davon fiel genau in die Vorlaufzeit von volatilen Handelsperioden. Sogar schon ab 2007. 2007? Warte mal. Dann war also die Finanzkrise... Ein früherer Bellwether-Test. Eine Manipulation der Ankaufs- und Ausgabemuster in einem bereits anfälligen Markt. Aber wie konnten die ordentlich Shoeboys darauf so früh Zugriff haben? Außer... Außer sie hatten Zugriff darauf. Glaubwürdige Abstreitbarkeit? Vielleicht. Alter, es ist so neblig. Das ist ja unglaublich. Ich habe den Kahn erreicht. Bleib auf Sendung. Du bist ohne Rettungsleine da draußen. Ich werde schon nicht ertrinken. Ich gehe rein. Wünscht mir Glück. Ah. Ist aber kein Hochseedampfer hier, würde ich mal sagen. So. Was ist dein Plan? An Bord eines Schiffes dieser Größe könnten hunderte Server sein. Ich muss das Admin-Terminal hacken, um unseren Server zu finden. Ach ja. Und wie immer. Gibt es hier. Ach, warte mal. Kann der sich nicht auf den Schienen bewegen hier? Nee, kann er nicht. Der ist stationär da fest. Shit, das macht natürlich einiges kaputt. Da komme ich auf jeden Fall... Obwohl... Macht, glaube ich, nur so semi-viel kaputt. Ja, dir kommt das Ganze gerade spanisch vor.
Aber es macht nichts. Das haben wir ja inzwischen gelernt. Einzelpersonen kann ich ausschalten. Ohne Probleme. Einzelpersonen ist ja gar kein Problem. Was ist das hier? Ecken? Kamera. Ja, da muss ich hin. Dafür brauche ich den Schlüssel, der da oben ist. Wo genau ist denn der Schlüssel da? Kann ich hier oben rein? Ja, da kann ich einfach so rein. Das heißt, wir haben einen Jumper-Einsatz. Was war das? Hey. Oh, mehr brauche ich nicht. Muss aber bestimmt rausgucken. Das ist nicht so cool dann. So, und jetzt kann ich mit dem Jumper doch einfach. Ich glaube, ich muss ja einfach nur eine schnelle Etage nach unten. Um das hier aufzumachen und dann hier rein. Ja, guck mal, das ist doch relativ easy. So muss ich mit Markus da nicht hin. Und bevor wir erwischt werden, ziehen wir uns zurück. Ah, das müsste gehen. Mal sehen, ob die Backdoor noch okay ist. Hab den Hauptserver auf ihrem System, muss ihn nur noch physikalisch lokalisieren. Physikalisch was? Was die unter Tragbar verstehen, könnte alles Mögliche sein. Oh? Was? Laber mal gerade nicht so viel. Ja, scheiße, dafür muss ich tief rein. Das muss mir nicht unbedingt gefallen. Aha. Ich hab den Server. Wie genau kriege ich das Ding jetzt von Bord? Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht, das ist ein Riesending mit... Halt den Mund! Ich rede von diesem Aufzugsschacht. Schon verstanden. Schaff den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest. Was ist das hier? Ist das hier der Aufzugsschacht? Ja, das ist er. Ich sollte jetzt aber damit keinen großartigen Blödsinn machen, sonst ist der Scheiß gleich weg. Und, warte mal, was ist das hier? So können wir das Ding natürlich rufen. So, und hoch mit mir. Shit, das ist nicht gut. Was ist der Plan? Ich bin fast da. Josh, was soll denn das? Schau mal auf die Uhr. Ich bin 29 Sekunden da. Verdammt, Mann. Was? Ich bin gern pünktlich. Das überlebe ich aber nicht bis dahin. Wieso sind wir denn jetzt aufgeflogen? War ich mit Markus? Nein. Was die unter Tragbar verstehen, könnte alles Mögliche sein. Oh? Was glaubst du, wie groß das Ding ist? Industriegröße. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay.
Also nochmal. Zum Glück hat er das bis dahin gespeichert. Ich hab den Server. Wie genau kriege ich das Ding jetzt von Bord? Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht, das ist ein Riesending mit... Halt den Mund! Ich rede von diesem Aufzugsschacht. Schon verstanden. Schaff den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest. Werde ich dann jetzt automatisch entdeckt gleich? Da bin ich gerade nur zufällig entdeckt worden. Shit, das ist nicht gut. Was ist der Plan? Ich bin fast da. Josh, was soll denn das? Schau mal auf die Uhr. Fahren wir wieder? Die suchen nach mir, aber mehr auch nicht. Was ist jetzt? 29 Sekunden da. Verdammt, Mann. Was? Ich bin gern pünktlich. Und ich komme ja mit dem Boot und er kommt irgendwo hier hinten hin. Was haben wir jetzt eigentlich hier gemacht? Wir haben jetzt zur Wanddeck gefahren und das war's. Wo bist du? Du müsstest mich jetzt eigentlich sehen. Nach was muss ich suchen? Ach du Scheiße, das ist nicht der Mond. Ist das deine Drohne? Überraschung. Extra für uns umgebaut. Marcus, wo bist du? Du musst den Server an die Drohne hängen. Drohne? Moment. Ach egal, scheiß drauf. Bin gleich da. Hä? Kamera? Ich muss da jetzt wirklich hin. Ihr spinnt doch. Ihr spinnt doch. Muss ich das jetzt echt physikalisch da dranhängen oder was? Scheint wohl so. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Das wird doch anders, scheiße. Aha. Okay. Okay. Und noch so einer. Fuck! Oh Gott! Oh, Scheiße! Lass schnell wieder runter! Oh Gott! Okay. Was? Fuck. Hey, Josh, Mann! Wie oft hast du das Ding schon geflogen? Das ist bestimmt das erste Mal. Heilige Scheiße! Wissen Sie, Michelle, wir sind froh, dass die Hacker endlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Dies zeigt deutlich einen Fehler im System. Von den Tiefseekabeln bis zur Spionage und Sabotage durch Gruppen wie DedSec.
Ich sag Ihnen eins. Bloom arbeitet an einem Projekt, das dieses Problem eliminiert. Der Pisser hat den Hackern Bellwether Zugang gewährt, damit sie es testen. Dann hat er den Angriff als Schwachstelle der Tiefseekabel dargestellt. Der Arsch hat's echt drauf. Jetzt melden sich mehr Firmen für Blooms Satellitenpipeline an. Dann feuern wir jetzt aus vollen Rohren auf Dushan. Okay, wir lassen ihn öffentlich aufhängen, wie den scheiß Mussolini. Das ist doch keine Lösung, Mann. Auf unseren Ärschen sitzen auch nicht, aber okay? Wir sitzen nicht auf unseren Ärschen. Warum ich dich bitte, Mann! Er ködert uns. Glaube ich. Er versucht ein letztes Mal, uns in den Dreck zu ziehen. Als Gefahr. Und wir sind eine Gefahr. Wir waren uns doch alle einig, nach unseren eigenen Regeln zu spielen, oder nicht? Gut. Wir haben fast alles zusammen, um ihm zu schaden. Dauerhaft. Gehen wir alle wieder an die Arbeit. Und bringen wir die Sache zu Ende. Hm? Ja. Alles klar. Da ist aber jemand angepisst. Und wo ist Marcus? Da ist Marcus. Das war auf jeden Fall mal die Questline, weil wir sind gerade mit 542.000 Followern abgestiegen. Sind sogar richtig hoch gestiegen. Wir sind richtig abgestiegen. Okay, das können wir noch benutzen. Und das hier. Für mehr muss ich erstmal die Kerndaten finden. Naja, kann man ja nebenbei machen. Blumen eliminieren. Okay. Hauptoperation. Kommt da jetzt nicht noch was? War's das? Das war's. Okay, wir müssen. Untersuchungen wurden eingeleitet, um zu klären, ob das Unternehmen Invite mit dem ehemaligen Kongressabgeordneten Mark Thruss tatsächlich versucht hat, die aktuellen Kongresswahlen zu manipulieren. Beweise für dieses Vergehen lieferte die umstrittene Hackergruppe DedSec. Aufgrund dieser Beweise wurde die Wahl inzwischen verschoben. Das höre ich doch gerne. Ja, aber anscheinend müssen wir die andere Quest machen, um weiterzukommen. So, was müssen wir denn da machen? Nebenoperation, Hauptoperation. Mission verfolgen. Dafür müssen wir in die Garage. Roboterkampf. Wir lassen wahrscheinlich jetzt Roboter gegeneinander kämpfen. So würde ich schätzen. Ja, gucken wir mal, was da jetzt bei wirklich rumkommt. Da bin ich sehr gespannt. So, die Garage ist ja zum Glück nicht allzu weit weg. Da kommen wir ja relativ zügig und schnell hin. Die ist ja schon hier, ne? Ah ja, stimmt. Den Roboter habe ich ja ganz vergessen. Den habe ich ganz vergessen. Marcus, wir wollen ja Teils dran kriegen, okay? Aber Optik? Ja, ja. Habt ihr was in dem Datendump gefunden? Ja, okay, sagen wir einfach, die Steuern, die Regierungszuschüsse, die Forschungsprogramme, man beachte die Gänsefüßchen, nichts passt zusammen. Und sie arbeiten mit Bloom an etwas, das sie den 10-Jahres-Plan nennen, wieder in Gänsefüßchen, der die CTOS-Sicherheit verbessern soll. Warum melden sie dann Patente auf Militärtechnik an? Weil CTOS den Weg aller Kontrollsysteme geht. Und deshalb ist Junior hier an Bord mit einer Mission. Nein, ist er nicht. Das ist nicht deine Entscheidung. Glaubst du, du kannst einfach bei Tides reinlatschen und ihre dreckigen Geheimnisse klauen? Sogar Onkel Sam kauft seine Biometrik-Schlösser bei Tides. Das ist das Sicherheitsniveau, mit dem wir es zu tun haben, klar. Der Handscanner? Kinderspiel. Wir brauchen nur eine Hand. Ist für dich doch kein Problem. Das ist dein Plan, jemandem die Hand abschneiden? Das geht. Nicht hier. Herzfrequenz und Blutfluss werden mit Infrarotstrahlen gemessen. Kein Blutfluss, keine Freischaltung. Nur Wasser. Okay, gut. Wir schnappen uns jemanden lebend. Und der öffnet das Schloss für uns. Nein. Das Pulsmessgerät schlägt Alarm, wenn er nervös ist. Okay, dann spritzen wir jemandem ein Beruhigungsmittel, um den Puls zu verlangsamen. Scheiße nochmal, wir hatten schon einen guten Plan, Mann. Nicht mit ihm! Junior, aus.
Hör mir mal zu. Du kannst nicht einfach so tun, als wärst du hier der Boss, okay? Das ist meine Werkstatt, meine Hardware. Er will aus Junior eine Bombe machen. Eine EMP-Bombe. Wie ein trojanisches Pferd. Wir treffen die richtige Hardware, grillen die Datenbank, das setzt die Türen auf die Standardcodes zurück. Ein verdammtes Kinderspiel. Dann brauchen wir nur die Standardcodes. Hm. Klingt ganz gut, Mann. Hm? Eine Nacht. Eine Nacht zusammen in der Wüste und ihr zwei seid beste Kumpels? Weißt du was? Ist okay, Marcus. Stell dich auf seine Seite. Ignoriert mich einfach, ja? Hey, werd erwachsen, Kleiner. Was hast du gerade gesagt? Hey. Ganz ruhig. Bleib cool, Mann, bleib cool. Wie kriegen wir ihn da rein? Zuerst einmal entfernen wir hier die ganze hochwichtige Propaganda. Stopp, Jungs, stopp. Lass die Farbe. Wenn eins dieser Dinger ausfällt, holt Tidus sie aus seinem Service-Depot ab. Oh. Auf die Art bringen wir ihn rein. Hm. Sehr gut. Das ist wirklich gut. Cool, Mensch. Okay. Bin bereit, wenn du es bist, Marcus. Ja. Ich glaube, die zwei können sich echt nicht so leiden. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich auf die Idee komme. Hast du Junior eingepackt? Yep, er ist drin. Dann MacGyvern wir ein EMP im Reparaturdepot. Kaum zu glauben, dass das reicht, um in die beste Sicherheitsfirma der Welt einzubrechen. Tja, plus den geklauten $36,000-Roboter. Du willst damit sagen, dass ich zu dem Plan am meisten beisteuere? Nein, ich will sagen, dass du ein Langfinger bist. Ein Desperado. Desperado? Gefällt mir. Der maskierte Desperado schleicht durch die Gassen auf der Suche nach den wertvollsten Schätzen des Reiches. Kein Auftrag ist zu klein oder unwürdig für den maskierten Desperado. Der maskierte Desperado und sein schwacher, aber großherziger Gefährte, der dunkle Fremde. Weißt du was? Desperado nehme ich zurück. Du bist der maskierte Cracker. Was müssen wir? Okay, ich bastle uns eine fiese kleine EMP-Bombe. Schätze, es wird kein Problem, hier die richtigen Teile zu finden. Mann! Was könnte man hier für Roboter bauen? Vielleicht nächstes Mal. Hoppala, hier sind doch ein paar mehr Leute, als ich dachte. Vor allem, die haben mich dabei gesehen und schießen auf mich. Na, dann müssen wir doch den letzten Checkpoint neu laden, Freunde. Ich habe gedacht, es ist ein bisschen leichter, da reinspazieren und dann einfach mal so, ne? Ach, du Scheiße. Okay, ich bastle uns eine fiese kleine EMP-Bombe. Schätze, es wird kein Problem, hier die richtigen Teile zu finden. Mann, was könnte man hier für Roboter bauen? Vielleicht nächstes Mal. Oh, Scheiße. Ja, das ist jetzt ein bisschen belastend. Dahinter ist das Geld. So, aber hier mal kurz so umhergurken. Alter, jedes Tor hat seinen eigenen scheiß Sicherheitsterminal. Okay. Das wird fucking scheiße. Kann ich mit dem hier einfach über die Kante drüber springen? Nee. Kann ich nicht. Da Ranch wird grün markiert. Fick dich. Fick dich, deine Mutter. Oh, Ranch, ey. Du bist so gemein zu den Leuten.
Und das weißt du auch. Du betrittst Sperrgebiet. Ja, das macht nichts. Du musst mal ganz kurz ausgeschaltet bleiben. Damit ich unbemerkt... Oh, da ist auch ein Lüftungsschacht. Ja, das hätte mir auf einer vorher sagen können. Mein Jumper wird entdeckt. Er hat mich einfach abgeknallt. Der Lurry. Der macht das Tor auf. Nein! Lass doch das Ding offen! Was denn du für eine Knifte so? Kann ich die haben? Ja, dann Geld nehme ich auf jeden Fall. Schade, die kann ich gerade nicht nehmen. Ja, willkommen bei Tides. Jetzt sag mir nicht, dass der Hack nicht durchgekommen ist. Er ist nicht durchgekommen. Er ist nicht durchgekommen. Wir müssen nochmal ran. Sehr belastende Nummer. Hier ist das Ding. So, probieren wir das Ganze nochmal. Während der an seinem Telefon ist. So, das Tor ist jetzt nämlich freigesetzt. Ja, das ist doch ein gefundenes Fressi. Komm. Was? Der überlebt das? Das finde ich bedenklich. Dass die das... Die haben eine Explosion überlebt. Okay. Das finde ich ganz schön hart. Okay, Teil Nummer 1. Gesichert. Gefunden im Schrott. So, du hast deinen sicher, natürlich, das ist da drin. Aber wir haben hier einen sehr praktischen Lüftungsschacht. Hier werden Roboter gebaut, oder? Ich bin außer Reichweite. Es ist schlecht, dass ich außer Reichweite bin. Ja, dann rufe ich mich mal ganz schnell zurück. Dann rufe ich mich mal ganz schnell zurück. Und gucke mal erst, ob wir nicht hier irgendwas noch gerissen bekommen. Kann man hier vielleicht noch irgendwie... Ah, ich weiß ja nicht so. Status alles sicher. Status alles scheiße. Der Bereich ist Sperrgebiet. Fuck you, bitch. Ja. Zwei Typen weniger. Auch nicht verkehrt.
Ja, trotzdem. Irgendwie müssen wir da hinkommen. So, den machen wir jetzt auch nochmal per Nahkampf weg. So. Ja, das war ja jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Die Kack-Robos, die hier sind. Die können ja auch nur bedingt was. Haben wir hier noch irgendwie Guards? Nein, ne? Eigentlich nicht. Kann ich ja nochmal den hier rausholen. Den hätte ich gerade nicht ausschalten müssen, aber ich hab's gemacht. Jetzt suchen die die Gegend ab. Ich muss mich beeilen. So, das schalte ich mal aus. Ich glaube, der Robo fährt gerade hoch. So, da oben liegt... Zum Glück, Alter, die Robos sind ja richtig schwach eigentlich. Die kann man ja nämlich super leicht ausschalten. Wenn die einen sehen. Ja, düt. Ausgeschaltet. Gar kein Problem. Das hier kann ich ausschalten. Das hier kann ich aufmachen. Und hier kann ich im Schrott suchen. Ah, sehr schön. Oder Grafikkarten haben die hier. Das gefällt mir. Es ist alles in Ordnung. Wie kann ich ja durchfahren, ohne dass es jemanden stört? Es ist alles in Ordnung. Da unten ist ja das letzte Teil. Sektorprüfung abgeschlossen. So. Das hier noch? Öffne die Tür für Wrench. Wrench, das EMP ist bereit. Wo ist Junior jetzt? Er ist bereit und in der Abladezone. Kannst du die Tür für mich öffnen? Wird gemacht. Was für eine Abladezone? Ah ja, hier komme ich ja raus. Gar kein Problem. Das Terminal ist ja direkt hier. Und den Guard habe ich, genau, den habe ich ja... Dem habe ich ja eine mitgegeben. Dem Lulatsch. So, jetzt ist das hier offen. Perfekt. Und Renji ist jetzt hier. Der Penner kam hoch und setzt einen weiteren Schwinger an. Ich dachte, okay, jetzt bin ich erledigt. Aber so, was muss ich denn jetzt hier machen? Das hier schalten wir mal frei. Oh, perfekt. Alter, die Roboter sind noch so dumm zum Kacken, ey. Als ob die... Oh, Wrench. Der arme Wrench. Der ist vollkommen fix und fertig. Heute ist ein Tag. Mach uns stolz. Okay, Junior kann abgeholt werden. Nächster Halt, Tidus. Wrench, wir müssen Kriegsrat halten. Ich habe eine Idee. Ich schicke dir ein paar Koordinaten. Eine Spezialmission. Marcus, triff mich vor Tidus, wenn du fertig bist. Bei dem Silicon Valley-Schild. Schmeißt du hier jetzt den Laden? Nope.
Das meiste wird Marcus machen. Aber ich werde alles tun, was ich kann, damit er da reinkommt. Wir sehen uns dort, Ray. Wo genau treffe ich den jetzt? Das verstehe ich noch nicht, wie die diesen Roboter da jetzt reinschmuggeln wollen. Weil wirklich unauffällig ist der ja jetzt eigentlich nicht. Der ist sogar eher das Gegenteil. Der ist ziemlich auffällig. Also das ist mir ja wirklich noch ein Rätsel, wie die das anstellen wollen. Vor allem, wie die halt sowas halt vernünftig anstellen wollen. Weil die scheinen mir ja noch nicht so wirklich den hundertprozentigen Plan hier zu haben. Ich glaube, die machen einfach... Ah, Quatsch, wir kürzen ab, Freunde. Ich versuche, wir abzukürzen. Es ist nicht so leicht. Ah, doch, geht. So, mal gucken, was Ray für uns hat. Was, versuchst du Goliath zu stürzen? Je mehr wir von denen ans Licht bringen, desto mehr Fackeln und Heugabeln werden wir als Reaktion sehen. Bist du sicher, dass du eure Follower mit wütenden Bauern vergleichen willst? Nein, Mann. Aber die Leute sind wütend und mit Recht. Sie holen zurück, was ihnen gehört. Pass nur auf, dass du sie auf die richtigen Monster hetzt. Okay? Vergiss es. Du darfst bei Tides einsteigen und mit den Robotern spielen. Oh, shit. Wann habt ihr das beschlossen, Mann? Stein, Schere, Dynamit. Ja, aber ich war nicht mal da. Nein, aber unentschieden hieß, du gehst. Ranch hatte Papier und ich Dynamit. Dynamit? Ist so ein regionales Ding. Technisch gesehen heben die sich auf, also... Das klingt fair. Also musste er in eins der Tides Lagerhäuser. Er hat die knifflige Aufgabe, das verdammte Handbuch zu lesen. Dann gehst du an die Vordertür, holst die Modellnummern und er sucht dir die Standardcodes raus. Ich bin in der Nähe und studiere Blaupausen und Schaltpläne. Ja, so machen wir es. Okay, ja. Weidmanns Heil. Weidmanns Heil. Ich glaube, der will Ranch einfach nur loswerden, weil er die nicht leiden kann. Und das mussten wir jetzt... Oh, Tides ist aber richtig groß. Oh, oh. Tides ist groß, Leute. Tides ist groß. Heilige Scheiße. Tides ist ja riesig. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, warum wir rennen, aber ich habe gerade keinen Bock gehabt, mir ein Auto zu rufen, wenn ich ehrlich bin. Mich kotzt das ganz schön an, dass ich mir für jeden Scheißdreck immer ein Auto holen muss. Sequenz gehabt, Auto weg. Also das haben die hier wirklich unsmart gelöst. Nicht sehr zufriedenstellend, finde ich. Das nervt mich inzwischen. Vor allem diese ständige, sinnlose Fahrerei. Warum haben wir uns da oben jetzt getroffen? Warum? Es hat keinen Sinn gemacht. Der Penner weicht mir natürlich auch genauso aus, dass er mir... Oh. Wäre er doch einfach mal geradeaus gefahren, dann wäre alles gut gewesen. Aber nein. Merci. Ich spawn halt wirklich direkt. Oh. Alter, noch ein Highway, den ich kreuzen muss. Das gibt's ja nicht. Ah, das ist kein Highway, das ist eine Schnellstraße oder so. Aber Tide ist ja schon Tide Zentrale hier. Wortspiel, Tide Zentrale. So. Lass mich mal
Hier vorne zur Brücke und dann kann man loslegen. Ich brauche unbedingt ein Foto von dem Ding hier. Führend für Sicherheitslösungen. Ja, das glaube ich dir gerne, dass ihr führend seid. Ah, das gab sogar 8000 Follower. Nice, die nehme ich mit. So, dann lass mich mal gucken, was die Mission jetzt so bringt. Cool. Mein Job. Es sah so aus, als ob wir eine WLAN-Verbindung. Ja, wenn wir WLAN-Verbindung zum Penis aufbauen. Junior ist drin. Ich muss rausfinden, wo er hin muss. Du musst zum Sicherheitshub in der Nähe. Laut Bauplan ist er mit einem faradayischen Käfig EMP geschützt. Also funktioniert er nur, wenn du Junior direkt da reinsteckst. Das klang irgendwie versaut. Dave, ich muss kotzen. Okay. Habe ich das jetzt umgeschaltet? Ja, habe ich. Müssen wir irgendwie mit Junior hier durch? Ich glaube, die reparieren die ganzen kaputten hier. Dann müssen wir hier drauf, wieder drehen. Alter, ich bin hier gewaschen worden. So, wo ist hier die Anneuerung? Geh weiter zu den Laderampen. Der Sicherheitsraum ist dann auf einer Seite. Das ist cool, aber vergiss nicht, wofür du hier bist, Marcus. Habe ich nicht vergessen. Ich genieße nur die Fahrt. Was jetzt? Möchten wir es kompliziert machen? Ja, möchten wir. Ah. Ich komme hier aber nicht hoch. Dann muss ich hier rein? Ja, da, ja. Muss ich. Ich weiß nicht, ob ich noch kann. Okay, Junior ist bereit. Verabschiedet euch alle von Junior. Alter, wir haben einfach eine EMP-Bombe da reingefahren. EMP lief wie geschmiert, Ray. Ja, da bin ich ja erleichtert. Warum das? Ich hatte Zweifel, aber auch ein spitzenmäßiges Pokerface, amigo. Ist kein Talent, eher eine Art Gesichtslähmung vom ständigen Saufen. Ranch hat Teil des Standardtürcodes. 4545. Danke. Was soll's? Okay, Projektdaten vom Server runterladen. Gucken wir mal. Was haben wir hier alles in unserer Superhacker-Ansicht? Kameras. Noch mehr Kameras. Eine verschlossene Tür. Eine Kamera. Ja, ein Scheißdreck ist hier. Ich glaube, bei euch ist hier gerade richtig alles am Arsch. So, aber wo muss ich denn hier genau genommen hin? Wo kann ich denn hier rein? Ich glaube, ich kann nur den Haupteingang benutzen. Oder ich benutze den Seiteneingang. Und wir nehmen diese Bridge hier. Alter, hat er gerade gerülpst? Das ist ein geiler Typ. Aber gerade sieht es nicht so aus, als ob es gewollt ist, dass ich da rein kann.
Irgendwie nicht. Hm. Das ist belastend. So, und Junior haben wir jetzt in die Luft gejagt. Also ein EMP, aber das hat ihn ja quasi gegrillt. Den armen Jungen. Da kann ich nicht durch. Lass mich mal hier durch, Teil des Mitarbeiter. Ah. Ach du Scheiße. Du betrittst ein Sperrgebiet. Ja, das habe ich bemerkt. Danke für die Info. So, lass mich mal hier durch. Damit ich mir hier mal dieses CTOS-Teil hier mal... Echt jetzt? Okay, echt jetzt. Ich schicke da doch nochmal meinen kleinen Lillibot rein. Das EMP lief wie geschmiert, Ray. Alter, die ganze Feuerwehr ist hier. Das war schon ein geiler Effekt jetzt. Warum das? Ich hatte Zweifel, aber auch ein spitzenmäßiges Pokerface, Amigo. Ist kein Talent, eher eine Art Gesichtslähmung vom ständigen Saufen. Ranch hat Teil des Standardtürcode. 4545. Danke. So, das Ding da muss ich halt irgendwie anmachen. Da kommen wir halt nicht drumherum. Und das kann mir aber mein kleiner Bothelfer machen. So, Projektdaten vom Server runterladen. So, das ist schon mal gut soweit. Dadurch ist jetzt das da aufgegangen. Wo man das jetzt kann. Wir werden einfach mal nachgucken gehen. Meine Systeme laufen optimal. Ja, ist mir aber egal. So, ich habe auch noch gescoutet. Ich grüße Sie, Security-Mitarbeiter. Halalala. No, was ist da passiert? Du ja nicht gucken gehen. Deinem Kumpel geht's nicht so gut. Ah. Oh. Da sind ja arsch viele Soldaten. Wachen. Ruf mal zurück, okay. Lieber. Heilige Scheiße. Projektdaten vom Server herunterladen. Ja, das ist jetzt schwierig. Weil da oben sind unnormal viele Wachen. Okay, wir schicken auf jeden Fall nochmal Jumpy rein. Oh, Mini-Sicherheitskorb. Immer, es sind immer dieselben Leute, die hier arbeiten. Was anderes haben die hier nicht. Aber wir müssen irgendwie an die Daten von diesem Kack-Server kommen. Vielleicht von hier. Ah, da kommt einer, den ich nicht markiert habe. Schön weitergehen. Okay. Sektorprüfung abgeschlossen. Brechen wir ab, ist weg. Das sind zwei. Das kann mir noch keiner erzählen.
Wo muss ich hin? Möchtet ihr mir das ernsthaft erzählen, dass ich da hinten hin muss? Oh Mann, ey. Das ist jetzt ein schlechter Scherz. Alter, da kommt ja wirklich einer nach dem anderen. Ach du meine Güte. Die schreiben hier gewaltsame Sicherheit richtig groß. Die latschen wirklich ganz, ganz weit weg. Okay, gucken wir mal, wie wir da hinterherkommen. Ja, wir müssen halt irgendwie über diese verkackte Brücke rüber jetzt. Okay. Wir sind zumindest mal drüben. Was ist hier? Das ist etwas seltsam für mich, wissen Sie? Ich bin's nicht gewohnt. Okay. Meine Systeme laufen optimal. Ich grüße Sie, Security. Abgefahren. Das ist jetzt ein Witz. Jetzt komme ich hier außer Reichweite, oder was? Außer Reichweite. Kein Problem, dann muss ich mich halt außen am Gebäude weiter hier lange bewegen. Ich habe immerhin jetzt Zugriff zu diesen Kameras hier oben. So, das ist mein Jumper. So, zeig mal her. Da muss ich hin. Da hinten müssen wir weiter. Ach du meine Güte. Das ist ja alles andere als lustig hier oben. Ja, nee, das ist jetzt aber nicht der Plan. Da muss ich hin. Du betrittst ein Sperrgebiet. Ja, ich weiß. Danke für die Info. Merci fürs Türen öffnen. Ein Jumper wird entdeckt. Okay. Was sind wir hier eigentlich so gerade? Ich glaube, gerade eben machen wir gute Fortschritte. Wobei das problematisch ist. Das ist in der Tat problematisch. Der Wachmann hier, der nervt mich, ja. Du musst weg. Das Ding muss ich auf jeden Fall noch betätigen. Der da hinten nervt mich auch. Der die ganze Zeit da rein und raus läuft. Aber auch wirklich die ganze Zeit. So, jetzt oder nie, würde ich sagen. Beilig. Alles sicher. Hey, Sie da drüben!
Sektorprüfung abgeschlossen. Das ist ja maximal knapp hier. Nichts zu vermelden. Also. Setze deinen Rundgang fort. Ich glaube, wir müssen mal wieder etwas... ne? Ihr wisst schon. Verschieben. Alter, ich habe den Zeitpunkt gerade verpasst. Jetzt kommt er wieder hier rein. Was? Ich hatte es doch fast geschafft. Oh nö. Oh Mann, ey, dieses Level hier ist so undankbar. Wir sind schon wieder seit 56 Minuten am Aufnehmen. Ich gehe da nicht rein. Ich bin nicht wahnsinnig. Absolute Todeslevel hier. Ich bin auch jetzt schon müde geworden. Was sagt die Uhr? Oh, 3 Uhr nachts. Gut, Leute. Ich würde sagen, für heute machen wir mal Feierabend. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Alison Burger. Tschüss.